Ratgeber für eine private Krankenversicherung. Diese Frage dürfte wohl jedem bekannt vorkommen, der in seinem Leben schon mal versucht hat, einen Arzttermin zu vereinbaren. Doch wo genau liegen die Unterschiede? Warum werden Privatpatienten bevorzugt und woher weißt du, ob eine private Krankenversicherung das Richtige für dich ist? In unserem Ratgeber erfährst du dies und noch vieles mehr. Zunächst stellt sich die Frage, wer sich überhaupt privat versichern kann. Zu dem auserwählten Kreis gehören Selbstständige, Beamte und alle Arbeitnehmer mit einem Jahresgehalt über der aktuellen Pflichtversicherungsgrenze von 64.350 Euro. Doch für wen lohnt sich die private Krankenversicherung überhaupt? Eine Pauschale auf diese Frage gibt es leider nicht, denn auch hier gilt wie so oft, es kommt darauf an. Während sich die gesetzliche Krankenkasse rein an dem Einkommen des Versicherten orientiert und einen fixen Prozentsatz monatlich vom Gehalt einkassiert, werden bei der privaten Absicherung Faktoren wie Alter, gesundheitlicher Zustand und viele andere bewertet. Für junge Singles, die gut verdienen, kann sich ein Wechsel in die private Krankenversicherung oftmals lohnen, da die Beiträge gering sind und der Arbeitgeber sich oftmals noch beteiligt. Allerdings können die Beiträge mit steigendem Alter oftmals deutlich steigen. Da eine Gesundheitsüberprüfung stattfindet, können bereits vorhandene Vorerkrankungen den Beitrag schon zu Beginn in die Höhe treiben. Außerdem ist ein Wechsel zurück in die GKV später oftmals nur schwer möglich. Außerdem muss für jede Rechnung in Vorleistung gegangen werden. Wer eine Familie hat, sollte den Wechsel gut überdenken, denn in der privaten Krankenversicherung muss jedes Familienmitglied einzeln versichert werden. Familienversicherung, Fehlanzeige. Allerdings gestaltet es sich sehr schwierig, in dem Wirrwarr von den Versicherungstarifen den richtigen für sich selbst zu finden. Daher kann es sich unter Umständen lohnen, einen Berater zu konsultieren. Wer sicher gehen möchte, dass der Berater zum Wohl des Kunden handelt und nicht zum Wohl des eigenen Geldbeutels, kann auf einen Honorarberater zurückgreifen, welcher für die Beratung an sich ein Honorar verlangt, allerdings keine Provision aus dem eventuellen Versicherungsabschluss erhält. Einer der größten Vorteile der privaten Krankenversicherung ist unumstritten die deutlich schnellere Terminvergabe. Da die behandelnden Ärzte öfters mal mehr und teurer abrechnen können, sind Versicherte der PKV gern gesehene Patienten. Zudem erstatten private Krankenversicherungen viele Behandlungen, bei denen sich die gesetzlichen Kassen strikt weigern. Manche Arztpraxen nehmen sogar grundsätzlich nur privatversicherte Kunden auf. Ein weiterer Vorteil ist oftmals die Beitragsrückerstattung der privaten Krankenkassen, sofern der Patient keine Rechnungen geltend macht. Ein klarer Vorteil gegenüber der gesetzlichen Krankenkasse, da dieser jeden Monat zuschlägt. Unabhängig davon, ob tatsächlich eine Leistung in Anspruch genommen wurde oder nicht. Wer die monatliche Versicherungsrate gering halten möchte, kann außerdem einen Selbstbehalt im Leistungsfall vereinbaren, was sehr große Flexibilität bietet. Dies ist bei der gesetzlichen Krankenkasse undenkbar. Darüber hinaus bietet uns die private Krankenversicherung die Möglichkeit, bereits frühzeitig Altersrückstellungen zu vereinbaren, welche die hohen Beiträge im Alter abfedern sollen. Außerdem gibt es oftmals Sondertarife, die auf die jeweiligen Berufsgruppen abgestimmt sind. Ein weiterer Vorteil, den viele Privatversicherer ihren Kunden bieten, ist die Überschussbeteiligung, die den Beitrag senkt, sofern die Versicherung einen Überschuss erwirtschaften konnte. Historisch betrachtet erhöhen die privaten Krankenkassen außerdem seltener und weniger stark ihre Beiträge im Vergleich zu den gesetzlichen Krankenkassen, welche ihre maroden Bilanzen zu retten versuchen. Nun stellst du dich sicher die Frage, welche Fehler du unbedingt bei der Wahl der Krankenkasse vermeiden solltest. Glücklicherweise findest du genau hier die Antwort. Im Dschungel der privaten Krankenversicherung lauern viele Stolpersteine. Der größte und vermutlich am häufigsten auftretende Fehler ist die Suche nach dem günstigsten Tarif. Natürlich macht es keinen Sinn, einen Tarif zu bezahlen, von dem man kaum Leistungen in Anspruch nehmen kann. Dies gilt allerdings auch andersherum. Uns ist nicht geholfen, wenn wir lange einen günstigen Beitrag zahlen, die Versicherung aber dann nicht leistet, wenn wir sie wirklich mal benötigen. Von daher solltest du keinesfalls nur auf den Preis achten. Da bei der privaten Krankenversicherung der persönliche Gesundheitszustand eine tragende Rolle spielt, solltest du auch hier ausführlich vergleichen. Denn jede Versicherung bewertet deine eventuellen Vorerkrankungen anders und erstellt dir somit ein individuelles Angebot. Von daher lohnt es sich auch diesen Aspekt mehrere Anbieter zu vergleichen und Angebote einzuholen. Ein besonders spannender Anbieter auf dem Markt ist Otto Nova. Otto Nova wurde 2015 von Doktormedizinern Roman Rittwenger, Sebastian Scherer und Frank Birsel gegründet. Sie kommen aus unterschiedlichen Welten, teilen aber eine gemeinsame Vision. Eine Krankenversicherung zu schaffen, die neue Maßstäbe setzt.
Doch was macht Otto Nova besser als andere private Krankenversicherungen? Otto Nova ist die erste digitale Premium-private Krankenversicherung mit Geld-zurück-Garantie. Diese verspricht uns eine Rückzahlung der Altersrückstellungen, sofern der Service und die Tarife nicht überzeugen. Diese machen immerhin knapp 50% der monatlichen Beiträge aus. Die Webseite überzeugt direkt beim ersten Besuch mit dem schlichten und modernen Design. Die Gütesiegel von Check24 und Stiftung Warentest stechen dem potenziellen Neukunden mit der Bestnote sehr gut direkt ins Auge. Übrigens, den Link zu Otto Nova findest du in der Videobeschreibung. Informiere dich dort auf jeden Fall über die Versicherung. Zusätzlich zu privaten Krankenversicherungen haben gesetzlich Versicherte durch Otto Nova die Möglichkeit, diverse Zusatzversicherungen wie eine Zahnzusatz- oder eine Krankenhauszusatzversicherung abzuschließen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit für Beamte als auch Beamte-Anwärter ein günstiges Angebot vom Testsieger einzuholen. Wer durch die Weiterempfehlungsquote von über 95% und einer App-Bewertung von 4,7 Sternen noch nicht restlos überzeugt ist, lässt sich eventuell durch die Klimaneutralität der Versicherung seit dem 01.04.2022 überzeugen. Als weiteres Goodie können wir bei dem Abschluss einer Versicherung bei Otto Nova sogar noch Payback-Punkte sammeln. Ganz schön viele Argumente für einen Abschluss beim Krankenversicherer der digitalen Welt. Wem das noch nicht genug ist, kann auf die vielen weiteren Services von Otto Nova gespannt sein. Wir können direkt online unseren Beitrag berechnen lassen, indem wir einige persönliche Daten eingeben und die gewünschten Services wählen. Ein Alleinstellungsmerkmal von Otto Nova ist der Concierge Service. Dieser übernimmt die unbeliebige Aufgabe der Terminvereinbarung bei unseren Ärzten für uns. Des Weiteren bietet uns die App 24/7 Support sowohl im Inland als auch Ausland. Außerdem können wir über die App digital einen Arzt kontaktieren und eine kompetente Beratung erhalten. Wem die erste Meinung über einen potenziellen Eingriff noch nicht ausreichend ist, kann über die App eine fundierende Zweitmeinung einholen. Otto Nova erspart uns außerdem jede Menge an Papierkram. Denn sowohl unsere Krankenakte als auch die Abwicklung der Rechnungen und Erstattungen erfolgt komplett papierlos per App und die Dokumente werden chronologisch für uns geordnet. Mehr Infos dazu habe ich dir auch in der Videobeschreibung verlinkt. Abschließend lässt sich also sagen, dass die Wahl der richtigen Krankenversicherung immer eine sehr individuelle Entscheidung ist. Sie ist stark abhängig von dem persönlichen Gesundheitszustand und der aktuellen allgemeinen Situation. Doch für alleinstehende Gutverdiener kann der Wechsel durchaus Sinn machen. Daher ist eine fundierte und kompetente Beratung notwendig. Dies wird uns auf der Webseite von Otto Nova sehr imposant zur Verfügung gestellt. Wir können uns ein konkretes, individuelles Angebot rechnen lassen und diverse andere Berechnungen für unsere aktuelle Situation durchführen lassen. Durch die innovative und einzigartige App von Otto Nova werden uns viele lästige Probleme und Aufgaben abgenommen, die wir mit konventionellen Versicherungen oft haben. Alleine die komplett digitale Verwaltung ist ein enormer Vorteil gegenüber dem aktuell noch häufigen Papierkrieg. Denn sowohl unsere Befunde als auch alle Rechnungen und Schreiben der Versicherung werden komplett digital verwaltet und stehen uns somit jederzeit in der App zur Verfügung. Wer also eine zeitgemäße, digitale und leistungsstarke Krankenversicherung wünscht, für den ist Otto Nova auf jeden Fall eine interessante Adresse, wenn nicht sogar die erste Adresse. Also schaue dir jetzt nochmal das Angebot von Otto Nova an, folge dazu dem Link in der Videobeschreibung. Wenn das Video informativ war, dann gib dem Video gerne einen Daumen rauf da und abonniere den Kanal, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Teile das Video mit deinen Freunden, die auch über den Wechsel der privaten Krankenkasse nachdenken. Schreib gerne in die Kommentare, was du über private Krankenkassen und Otto Nova denkst. Bist du bereits privat krankenversichert oder planst du in die private Krankenkasse zu wechseln? Lass es uns wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.